Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Ich hatte ein paar Folgen vorproduziert, hatte ein bisschen Langeweile und Bock, offline mal was zu bauen, einfach mal was zu verschönern. Darum zeige ich euch das jetzt mal. Also erstmal, ich habe mein Aluminite Longsword richtig krass geskillt. Also Windforge 2 hat es schon, dann Smite, Sharpness, Knockback, Beheading 3, Auto Repair und Lifesteal. 11 Attack Damage macht das Teil jetzt schon. Dann habe ich hier hinten sowas Kleines gebaut. Mit diesem Furnace, das zeige ich euch mal. Wo ist er hier? Der Ender Furnace. Der war relativ easy hier. Obsidian gegen easy. Diese Ender Alloys, dafür brauchst du nur die Enderperlen, das Gold und das Eisen, das hatte ich ja easy. Und hier nochmal Ender Alloy. Das ging relativ easy und das Coole ist, der schmilzt zwar ziemlich langsam, aber ohne Brennmaterial durch. Und wenn man den 24/7 laufen lässt, kommt da ordentlich was zusammen. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwo noch Kohle habe. Nee, habe ich nicht. Dann verbrenne ich einfach mal die Axt. Stick und die Slab und zeige ich jetzt mal, denn der hat so einen super fast Modus. Okay, das ist jetzt natürlich viel zu wenig Brennmaterial, das man sieht, aber der brennt pro Sekunde ein Item durch und das ist richtig cool. Außerdem seht ihr hier hinten, wo meine Maschinen waren, das ist alles weg. Ich habe hier unten, ich habe das einfach mal umplatziert, diese ganze Lava-Geschichte nach hier unten. Ich habe jetzt hier unten so eine kleine Batterie gemacht mit den Lava-Generatoren und muss noch eine neue Bierspitzhacke machen nebenbei. Habe hier mit Microblocks diese Teile versteckt und immer alle 5 Teile beginnt, also immer alle 5 beginnt so eine neue Batterie. Irgendwo ist hier gerade so ein Microblock drin. Also alle 5 Lava-Tanks endet so eine Batterie. Alle in den Lava-Generator, die sind immer voll, ich werde mich dann irgendwann mal an die 64er machen. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ich so einen Fusionsreaktor machen soll oder sowas, der effizienter ist. Das kann durchaus sein. Das werde ich bestimmt auch noch machen, aber momentan brauche ich nicht mehr. Und da ich momentan eher weniger Zeit habe und nicht so viel Zeit habe, mich mit einem neuen Mod noch zu beschäftigen, lasse ich das erstmal so und sobald ich Energieprobleme bekomme, werde ich dann den Fusionsreaktor bauen. Ansonsten, die ganzen Maschinen sind hier oben drinne, die Lava Generator, Alloy Smelter, Pulverizer und so weiter. Und damit werde ich jetzt in dieser Aufnahmesession die automatische Erzproduktion bauen. Aber erstmal habe ich, das war das Größte, was ich gemacht habe, die Mobfarm ausgebaut. Und zwar habe ich eine automatische Tötungsmasche, also automatisch töten und manuell töten gemacht. Kann man hier an- und ausstellen. Und, ups, Creeper, aufpassen. Ich stelle nochmal um auf automatisch töten. So, also, ich habe hier, also die Mobfarben habe ich ausgebaut und jetzt habe ich hier so eine riesige Barrel-Wand gebaut. Ich weiß nicht, wer von euch Barrels kennt, aber das sind solche Sachen. Ich google mal genau. Barrel. Hier. Und die craftet sich einfach aus Holz, einer Kiste und einem Slab. Und da kannst du 64 mal ein Item reintun, also auch 64 mal ein Stack. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut erklärt habe. Und ich habe hier auch ein paar Lootbags rausbekommen. Unter anderem auch ein Legendary Lootbag. Ich weiß nicht, ob hier oben noch welche sind. Nee. Und diese ganzen Lootbags, die werde ich jetzt mal öffnen. Das wird so dieses Lootbag-Opening sein, was sich gewünscht wurde. Okay, erstmal hier so ein paar Screenshots gemacht. Jetzt öffnen wir einfach mal die Epics, die zwei. Schrott. Übrigens, in meiner letzten Folge Sky Factory 2, wenn ich alles geschafft habe, werde ich mal so einen Setzling platzieren. Einfach mal so. Netherquartz, das ist geil. Bacon Back. Krass. Und jetzt der Legendary Loot Bag. Als ob da nur so viel
als ob da nur Crap drin ist. Antonomikon. Das ist vielleicht ganz gut. Ich werfe das ganze Zeug erstmal hier rein. Er habe ich nicht gerade auf automatisch töten gestellt. So. Muss ich dann einfach nochmal abändern. Stopp. Dieses Zeug nicht. Das Fleisch auch nicht. Das nicht, das nicht. Das behalte ich so. Ah, nee, warte mal. Warte, ich hab das Problem erkannt. Mit dem automatisch töten. Alter, ich nehme auf. Ah, ich habe das Problem erkannt. Das Problem ist in dem Hebel und da oben sind Dispenser. Also ich muss. Jetzt ist da Wasser. Beziehungsweise jetzt ist das Wasser da weg. Also das Hebel ist, gibt der nur so ein einmaliges Signal aus. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine, aber man kann jetzt mit einem Hebel umlegen, jetzt nicht einen Dispenser an und gleichzeitig wieder ausschalten, wie es sein muss. Oh, hier ist wieder noch ein Loot-Bag. Seht, das ist so effizient hier. Oh, ich bin Level 41, kann mir noch einen Slot unlocken. Okay, jetzt habt ihr es gesehen. Die sterben direkt, wenn sie runterfallen, an Fallschaden. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hier hin. Rechtsklick, rechts, rechts, rechts. Das ist auch cool, denn wenn man hier einfach doppelt Rechtsklick macht. Oh lol, ich habe einen Hexenhut, Hexenkopf bekommen. Er sieht ja cool aus. Oh, ich habe einen Hexenhut bekommen. Kann man sich bestimmt aufsetzen. Ich glaube, der ist wertvoll. Also beziehungsweise habe ich noch nie einen gedroppt bekommen. Aber ich tue das ganze Zeug einfach mal hier rein. Oh, das Zombiefleisch. Habe ich vergessen, Rechtsklick zu machen. Und jetzt öffne ich mal noch diesen Ankommen-Lootbag. Na super, nur Schrott. Ah, hier ist noch ein Lootbag. Hier sind so viele Lootbags. Lootbag-Power. Strings. Ankommen-Lootbag. Okay. Jetzt nehme ich mir einfach mal hier diese ganzen Ankommen-Lootbags. Schrott. Keine Ahnung, was dieses Teil hier drüben macht. Es gibt hier doch auch irgend sowas mit einem Papier oder so einem Mülleimer oder sowas. Wenn einer von euch weiß, wie der Mod heißt oder was man da für eine Taste drücken muss, um das zu bekommen, kann er es gerne schreiben, denn da kann man. Oder ist das eine Maschine? Weiß ich nicht. Also damit kann man auf jeden Fall Lootbags oder Schrott zu Lootbags umcraften. Oder beziehungsweise, ja, das tut man da rein und bekommt dann halt Lootbags dafür. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, toll. Einfach alles mal da rein. Oh, ich habe noch einen. Na, prima. So. Ups. Mein Inventar war doch nicht voll. Tja. Hier zwei Dias. Okay, das ist ganz nice. Mein Hammer wird nicht. Das kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Oh, man bekommt halt auch so unendlich viel Crap daraus. Haben diese Ringe. Ich weiß nicht, was mir diese Ringe bringen. Die sind irgendwie. Hä? Warum gibt es sowas? Das ergibt keinen Sinn. Die bringen mir überhaupt nichts. Mana, okay, das Obsidian ist cool. Ich weiß auch nicht, was diese Mana-Perle bringt. Mit Botania habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Ich kenne mich mit Botania einfach null aus. 5 Stück sind's noch. 4 Eisen, das ist ganz in Ordnung. Jetzt ist einfach überall 4 Eisen drin, komm schon. Nicht. Zettes Quarz. Na gut, dann halt nicht. So, jetzt sind hier noch ganz viele Rares. In dem hoffentlich nicht so viel Crap drin ist, dass mein Inventar zugemüht wird. Lapis, das geht eigentlich gerade. Tag Steel Boots, zweimal hintereinander. Das lasse ich einfach mal. Ich habe da jetzt eh schon so viel von. Ich nehme jetzt mal einfach nur noch das mit, was ich wirklich so gebrauchen kann. Ich stelle mich hier oben drauf und schmeiße einfach den Rest weg. Okay, brauche ich nicht. Ah, die sind immer ganz cool, die Teile. Dafür schmeiße ich das raus. Das raus. Okay, dieses Mal war nicht cool. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Die 4 nochmal hoch. Alter, wie viel das einfach sind.
Wir öffnen jetzt irgendwie schon seit 4 Minuten oder sowas Crystals. Crystals. Infections. Ey, wie viele Eisenschwerter einfach da sind. Overground Seed brauche ich nicht. Famnomicom habe ich auch schon. Emerald, das ist vielleicht noch ganz nice. Und jetzt gucken wir das da drin. Okay. Auch Schrott. Ansonsten will ich mich heute mal daran machen. Na gut, heute die Folge ist jetzt schon nicht mehr so lang. Also, wir haben schon extrem viel Zeit nur für dieses Crystal-Zeug gebraucht. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als würden wir großartig weitergekommen sein. Ach komm, ich schmeiß einfach jetzt alles rein. Kein Plan, ob ich das nochmal brauche oder sowas. Aber wenn, dann weiß ich, dass ich ganz viel Zeug hier noch drin habe. Oh, das öffne ich mal noch, das Zweis. Ah, nice, Enderperle. Und jede Menge Quarz. Jede Menge Quarz, das ist cool. Nein, ich hab's eingesammelt. Ich hab's eingesammelt. So. Warum bin ich jetzt hier rübergerannt? Ah ja, genau. Papier und Enderperlen. Enderperlen sind ein paar. Dann dieser ganze Schrott da rein. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und das nehme ich jetzt mit rüber in die Base. Das ist so das Wertvollste, was wir hier rausbekommen haben. Oder wir haben irgendwas anderes Wertvolles bekommen, von dem ich keine Ahnung habe, wie wertvoll es wirklich ist und es deswegen weggeschmissen habe. Das Quarz hier rein, das Eisen mal rein. Jetzt kann ich euch das mal kurz zeigen mit der Kohle. Ich tue hier die Kohle rein und jetzt seht ihr hier, wie schnell das einfach durchgeht. Okay. Jetzt zu dem... zu der automatischen Mobfarm. Der Grinder. Übrigens, mir wurde gesagt, ich soll doch bitte mal mit Magical Crops anfangen. Ja, das werde ich machen. Aber noch nicht jetzt. Ich möchte erst die Mobfarm und die Erdautomatisierung machen. Okay, wir brauchen Rubber dazu. Das hatte ich mir schon gedacht. Und ich habe ja hier am Anfang solche Rubber Tree Seeds bekommen. Ich hoffe einfach mal, dass ich die jetzt hier einfach so ganz chillig anbauen kann, mit noch mehr hochzüchten kann und ich dann irgendwie Rubber rausbekomme. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Weinmeiner? Wäre da ein Weinmeiner? Nicht? Weinmeiner, bist du noch da? Hallo? Hallo, Weinmeiner? Ah, jetzt geht's. Ich habe keinen Seed bekommen. Oh. Okay, ich hoffe einfach mal, dass ich das Zeug auch aus dem Holz gewinnen kann. Ah. Sommel. Na prima. Wie bekomme ich da jetzt Rubber raus? Probier einfach mal, indem ich es abbaue. Ah, okay. Es droppt sich. Beziehungsweise es droppt, aber das ist gut. Nur das Weinmeiner irgendwie gerade nicht so ganz funktioniert, ist komisch. Vielleicht muss ich, glaube ich, muss eine Axt mitnehmen. Ich habe natürlich hier gerade keine Axt, nehme ich einfach meine alte Mentor. Ah ja, genau so. Ah, hier drüben liegen die Setzlinge. Ah, gut. Alles gut, alles gerettet. Boah, 13 Stück, krass. So, ich baue einfach nochmal welche an, denn ich denke mal, davon brauchen wir eh nochmal irgendwann ein paar. Gut. Wieder rein in die Truhe. Und jetzt habe ich natürlich wieder keine Kohle mehr. Ich mache es einfach mal so. Und das Zeug kann ich einfach als Brennmaterial verwenden. Hier rein damit. Hier drüben kann ich mir jetzt das Rubber rausnehmen. Und nochmal gucken. Ich brauche Warplastic. Das muss ich nochmal durchschmelzen. Okay. Generell muss ich davon einfach nur viel durchschmelzen. Gleich ist es fertig. Dann tue ich die Teile schon mal rein, bevor der Koppel eingefüllt wird. Okay. Koppel kann ich wieder hier rein tun. Und jetzt nehme ich dieses Teil. Ah, und da kommt auch schon das Raw Plastic raus. Dieses geht doch richtig gut. Oh, meine Feuerstein-Mentor ist kaputt. Zum Glück habe ich hier irgendwo noch super viel Flint.
So, sollte gleich durch sein. Sollte. Ist es nicht? Oh, es hat schon das ganze Holz verbrannt. Na super. Ja gut. Ich züchte einfach nochmal welche. Ah, mein Knochenmehl ist alle. Knochenmehl. Da sind noch zwei, das reicht jetzt aus. Ja, es reicht perfekt aus. Und weil meiner. Okay. Weil meiner. Da kamen die Setzlinge auch schon runter. Jetzt der Baum. Der Baum. Der Baum. Und dann gehe ich erstmal hinter. Füll das Zeug wieder mit ein bisschen Brennmaterial. So. Dann gehe ich wieder hin. Weiter geht's. Okay, ich glaube, Rubber ist jetzt nicht so das Problem. Oh, cool. Ich habe Modifier und Reforged 1 auf meinen Mentor bekommen. Das habe ich irgendwie voll überhaupt nicht gebraucht. Auto Repair wäre auf der Geld. Es ist schon wieder alles Brennholz. Alles Brennmaterial. Aber ich habe hier Rohrplastik. Jetzt wird wieder Stein genommen. Ja, okay. Weiter geht's hier drinne. Rohrplastik. Genau, mir wurde in den Kommentaren nämlich geschrieben, mit Shift-Links-Klick kann ich das automatisch reinziehen lassen. Richtig guter Tipp. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ansonsten brauche ich jetzt Cleanstone, davon habe ich ja genügend in der Truhe. Aber ich nehme einfach mal ein bisschen was raus. Und jetzt den hier. Boah, man bekommt halt einfach gleich drei Stück raus. Und eine andere Sache, die mir auch noch geschrieben wurde, also mir wurden super viele Sachen geschrieben. Man bekommt, beziehungsweise diese Machine Cases, zum Beispiel beim Pulverizer, na gut, sieht man jetzt nicht. Die machen aus, wie gut der ist. Also, es kommt jetzt nicht darauf an, viel zu sparen bei dem Zeug, sondern je mehr du investierst, desto besser ist der. Wusste ich nicht, weiß ich jetzt. Habe ich halt Pech gehabt. Buch. Ich gucke einfach mal, ob ich so ein Tinkers Buch nehmen kann. Grinder hier. Einen Piston brauche ich noch. Redstone. Ein Eisen. Ist Holz in der Kiste? Nee. Ja, prima. Kann ich das jetzt mit der Hand weinen? Nee. Ah, Mann. Okay. Ich pflanze wieder vier Teile an. Und dann in die Kiste rein mit dem Holz. Ach, Cobblestone brauche ich auch noch. Kobbel irgendwo, ein bisschen was. Nicht. Doch, da. Ich werde mich übrigens demnächst auch mal ans ME-System machen. Das wird richtig nötig sein. Und ich finde das so geil. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, aber ich glaube, dass das ME-System die Sache dann richtig nochmal ins Laufen bringt. Goldschwert brauche ich noch. Zwei Gold. Aus dieser Kiste hier. Hey, wo ist das Gold hin? Ich hatte doch irgendwie super viel Gold. Das habe ich irgendwo hingetan. Ich weiß aber nicht wo. Nee. Ah, da. Und natürlich habe ich den Stick vorhin verbrannt. Goldschwert. Und jetzt einfach mal einlegen. Ah, nee, warte mal. Dieses Ding hier unten fehlt mir noch. Ach nee, warte, das hab ich. Also muss ich. Hä? Boah, Plastik. Das. Das in die Mitte. Dann der Piston. Und ich brauche wirklich ein richtiges Buch. Really. Bitte sag mir, dass ich irgendwann mal aus dem Lootback ein Buch bekommen habe. Was ich nicht weggeschmissen habe. Also einfach nur so ein Vanilla-Buch. Ich suche mal schnell.
Ja, genau. Hier in dieser Kiste sind vier Bücher. Das ist jetzt meine Rettung. Einer mit. Und dann ist da der Quine. Aha, cool. Die Frage ist, wie muss ich das jetzt bauen? Ich platziere den erstmal, damit ich weiß, wie das Interface so aussieht. Okay. Na gut. Sieht nicht so kompliziert. Was aber richtig mies ist, jetzt sind hier so, schon wieder so super viele Sachen. Und ich will die Lootbags öffnen. Okay, ich will die Lootbags nicht öffnen. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Okay. Wir gucken, ob jetzt Dispenser. Wie, also, beziehungsweise ob die Monster jetzt wieder nicht mehr sterben. Ja, genau. Funktioniert soweit. Und jetzt, wenn ich den Shriner nehme, den platziere. Ach so, stimmt, das sind noch die Magnetblocks im Weg. Wenn ich den Kleiner jetzt nehme und nach hier platziere. Ah, muss ich jetzt erst alle wieder töten? Oh, ich habe das Aluminite-Sword gegrandmastered. Ah, jetzt ist mein Inventar schon wieder so zugecrappt. Ich bin zu dieser in dieser Folge irgendwie zu gefühlt nichts gekommen. Der Grinder jetzt nach hier. Warum kann ich hier nichts hinplacen? Ah, jetzt geht das. Okay. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Das, was eigentlich so richtig mies ist und so ultra lange dauert, ich muss die Stromkabel verlegen. Und das ist ein ziemlich weiter Weg, in den ich die verlegen muss. Und das wird richtig anstrengend. Und ich hoffe einfach mal, dass ich daran nicht sterbe. Ich mache das am besten im kurzen Zeitraffer. Genau, ich habe das Stromkabel jetzt hier lang verlegt. Einmal unten an der Base hier lang, da unten. Das kommt jetzt hier drüben aus so einem Loch im Boden raus. Und das schließe ich jetzt einfach mal an den Schwein an. Eins noch, genau. Und der wird jetzt versorgt mit Zeug. Aber irgendwie ist das jetzt nicht so effizient. Oder? Warte. Ich mach mal dieses automatisch töten aus. Jetzt sind die hier. Als ob der die so langsam tötet. Er macht er überhaupt irgendwas? Okay, also dieser Grinder ist jetzt nicht so effizient, wie ich dachte. Es gibt da noch so einen anderen, das ist der Killer Joe. Aber dafür braucht man irgendwie richtig kranke Maschinen. Soul irgendwas. Okay. Okay. Ja, also das ist dann schon. Ich habe keinen Plan, wie man das bekommt, wenn jemand mir sagen kann, wie man das bekommen kann. Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Er macht er überhaupt irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus. Energy ist voll. Gemacht hat er nichts. Ich informiere mich bis zur nächsten Folge einfach mal darüber, wie der funktioniert genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.